Was haben wir da? Ein bedauerlicher Unfall. My compliments on a job well done, Mr. Thiel. My client was very pleased. I have more work for you, with a more hands-on approach. Your next job is taped under the phone. Ist Mr. Thiel so ein Deckname, um anonym zu bleiben, oder? Ach egal, Mrs. Dawson verlässt bald den Juwelier in West Point, schaltet sie aus, es muss wieder ein Autounfall aussehen. Wie ein Autounfall, mhm. Das sieht bestimmt wie ein Autounfall aus, wenn ich hier die alte platt mache. Das Ganze ist ja ein Unfall, ach, benutze keine Waffen. Anmerkung, es sieht auch dann nicht wie ein Unfall aus, wenn ich die Alte die ganze Zeit ramme ohne Ende. Ich meine, wo ist das ein Unfall? Hier, jetzt fährt sie vor mir weg und ich muss sie jagen. Riesiger Unfall. Warte! Wir können uns doch einigen! Ich lieb dich immer noch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Komm zurück zu mir, Uschi! Ich will dir gar nichts tun! Oh mein Gott! Ich bin doch immer so liebevoll zu dir gewesen! Puff! Mission erfüllt, $2000, das ist schon ziemlich leicht verdientes Geld, muss ich sagen. Okay, dann auf zu Diaz wieder. Der ist ja dann gleich dort um die Ecke oder sowas ähnliches. Wo sind wir hier? Wir müssten... Ach ja, davon ist der Malibu Club, okay. Hier ist das Apartment von dem Typen, den wir ausgemerzt haben. Warum zur Hölle kriegen wir eigentlich denn sein Apartment nicht? Das wäre ziemlich geil. Aber nein, die ist uns nicht vergönnt, wa? Huch, ist das irgendwie allen Polizeikarren hier so zu eigen, dass die sich schnell aufs Dach werfen, oder was? Ach, jetzt können wir aber auch mal reingucken hinten. Was haben wir denn da? Ich will ja mal reingucken. Ja, ja. Pixelig animierte Plakate oder sowas. Okay. Ist mit wahnsinnig viel Liebe und Detailreichtum gemacht worden. Aber gut, ich will jetzt nicht Rockstar vorwerfen, dass sie nie mit Liebe und Detailreichtum arbeiten. Ich meine, die lassen immer so schöne Spitzen hier blicken. Zum Beispiel Steve Scott, der aussieht wie Steven Spielberg, der aber wahrscheinlicherweise... Ach, keine Ahnung. Der aber aussieht wie ein Pornodarsteller. Huch. Oh. Ja, das war's dann auch für die Karre. Scheiße, Mann. Lauf. So ein Mist. Nichts ist für die Ewigkeit. Ja, ja. Na, wie geht's? Hey, Hans. Hat deine Frau die Operation machen lassen? Hat sie sich die Eier endlich abnehmen lassen, ja? Hm? Und du? Hast immer noch dein altes Toupet drauf, wa? Das ist schon ganz speckig. Lass es wenigstens mal waschen, Alter. So. Genug dummes Zeug gefaselt. Wir machen weiter mit, wie auch immer man das ausspricht. What kind of incompetent fool are you? Oh, ich hasse ihn. Fool! Fool! Ich hasse ihn so sehr. Tommy! What, Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next, huh? The stinking mafia? Yeah. That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here. Quentin! Nein. We'll fly you over the area. Nein. Be better, caked up. What do you think you're doing? Ich will nicht. Ich will nicht. Ach, bitte nicht. What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. Ach, Überraschung. You too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. Ach, warum nur?
Warum kann ich nicht davor verschont bleiben? Ach, cool. Aber haut gut rein. Na komm, Lance Vance, zieh durch. Oh ja. Also ich muss sagen, es lässt sich auch weitaus besser zielen mit dem hier auf dem Computer als das, was ich damals in Erinnerung hatte, als ich das mal auf der PlayStation gespielt habe. Da ist das ja immer so eine Sache mit Fadenkreuz und Controller. Oh, hallo. Hallo? Puff. Ja, das war's für die. Kommt schon raus, ihr Schweine, ihr feigen Hunde. Ich krieg euch alle klein. So, und weiter bitte. Come on, Lance. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Da habe ich schon welche gesehen. Jawohl. Zack, das war's für den. Dann machen wir gleich die ganzen Karren klein. So, dich noch. Noch einer ohne Fahrschein. Ah ja. Ha. So, das war's für die Ecke schon. Ich glaube, du brauchst nicht mehr hier zu halten, Lance. Ach, Mensch, wie viele Häuser haben die denn? So, weiter. Alles kein Problem. Das warst du, das warst du. Das ist für die Karre. Ja, ja, sicherlich. Okay. Was? Wie jetzt? Nein. Ich will hier drin bleiben. Was ist das für ein Scheiß? Warum? Hey. Warum? Idiot. Aber wir haben die Knarre mitgekriegt mit 100 Schuss. Das ist auch schön. Benutze sie aber trotzdem nicht, weil ich die Muni aufheben will für wichtigere Missionen. Das kriegen wir doch so hin, oder? Na komm. Noch einer? Jawohl. Das warst du. Und jetzt jumpen wir mal rein in die gute Stube. Das hier nehmen wir auch noch mit und wieder zurück. Ja, damit. Ist schön die Brust perforiert hier. Was haben wir denn hier von Schönes? Ach, das war der Balkon, auf dem ich die Leute niedergemetzelt habe. Okay. Haben wir hier was? Nö. So ein Ärger. Na dann wieder rein. Und dann schauen wir mal, wo es lang geht. Hier zum Beispiel. Ach, okay. Das warst du. Ja, damit. Okay, wegen dem Kram sind wir jetzt hier. Schön. Ach, ich werde abgeholt. Das ist aber nett. Dann reiten wir mal wieder durch die Lüfte. So, und jetzt wird mir Lance mal erklären müssen, warum er mich nicht einfach auf dem Dach abgesetzt hat, der blöde Penner. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Muss ich mich ja erst durchballern. Aber es gibt 2000 Dollar, immerhin. Hey, Sturmwarnung vorüber. Alle Brücken zum Festland sind wieder geöffnet. Na supi. Das ist doch schön. Und wir haben wieder einen Auftrag für Avery. Na toll. 1A. Aber ich würde sagen, wir bleiben gleich hier, weil wir jetzt eh schon mal hier sind. Da können wir ja auch weitermachen. Das schnellste Boot. Not so pleased with yourselves now, huh? Bro, watch where you're waving that thing. No more fishing shit on my car, eh, Tommy? Guess not. You're damn right. Now listen.
You know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me! And I want it to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream. A faster boat. Rumor has it the boatyard had just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that boat. Ah, I thought I got you! Where'd you come from? Ja, so ist das nicht schwer, das schnellste Boot zu haben, wenn man den anderen immer die Kübel unterm Hintern wegklaut. Also jetzt zur Bootswerft, das sieht aber stark nach Westen aus, oder? Ach, tatsächlich, das ist aber schön. Also lernen wir jetzt die Westseite kennen, gerade ist die Sturmwarnung vorüber und schon dürfen wir dorthin. Also begib dich zur Bootswerft und klau den alten Hobel. Das machen wir doch direkt. Machen wir hier Wildstyle rein. Nein, das ist Werbung, da machen wir mal Werbung. Was haben wir hier? Oh Gott, nein, weiter. Nein, das muss nicht sein. Ja, machen wir den Michael rein. Gib mir den Michael, Alter. Yeah. 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 Huch. Hier? Okay. Oh, da steht jemand. Mit Waffe. Ja, sehr schön. Ich nehme an, das war so gewünscht. Schließlich stehle ich ja, da werden die mir wohl kaum mehr mit Kaffee und Kuchen begegnen wollen. So, das eingesammelt und jetzt nach vorne. Denn ich will die Muni haben. Und schnell wieder zurück. Natürlich, der Typ trifft uns. Wo habe ich eigentlich jetzt die Schutzweste her? Das warst du. Ja, damit. Suche den Schalter, um das Boot abzusenken. Geht klar, Boss. Haben wir noch jemanden? Klingt so. Hier hinten? Da? Drin? Nö. Hallo? Wo? Hier? Ich habe das Gefühl, der Typ rennt immer genau auf die andere Seite des Hauses. Ach! Und das macht er tatsächlich. Ist es denn zu fassen? So, hallo? Mitnehmen bitte. Also, wenn das das schnellste Boot ist, naja. Wat? Hallo? Lasst mich mit eurem zweihändigen Hammer des Todes und dem Schraubenschlüssel der Vergeltung in Ruhe. Ach nee, wir haben ja die Kettensäge. Die hätte ich ja natürlich mal einsetzen können. Das wäre ziemlich schick gewesen. Egal. Na dann. Klick, klack. Und das Boot ganz sanft ins Wasser gelassen. Bewegst du dich mal? Hallo? Hallo, hallo? Ah, okay. So, hätten wir das. War ja gar nicht mal so schwer. Noch jemand? Keiner? Wunderbar. 3 Sterne, ach du Scheibenkleister. Und wie kommen wir hier jetzt rein? Okay, so. Na dann. Da lang, bringe das Boot zur Villa. Da vorne ist er ja schon. Mensch. Und das ist, dürfte Cortez Yacht sein, oder? Die sieht so irgendwie gar nicht mal so groß aus wie sonst immer. Okay, wo genau hin jetzt? Einfach nur ans Pier. Ah, okay. Mit winzig kleiner Zählmarkierung. Na, das war doch ganz gut, würde ich sagen. Haben wir das schwuchtelrosane Boot direkt mal hier abgeliefert und $4000 für nichts kassiert eigentlich. Was haben wir denn hier Schönes? Ist das Dias Lustgrotte? Die Türen sind zu, aber... Boah, ich will es mir gar nicht vorstellen.